Jo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Lost Place Abenteuer. Ihr seht es. Daniel ist wieder mit am Start. Hi. Ihr kennt doch die Geschichte. Link vom Daniel unten in die Videobeschreibung und ploppt auch einmal kurz hier auf. Schaut auch bei ihm vorbei. Und der erste Eindruck von hier, ich will jetzt gar nicht zu lang reden, hier stehen etliche Autos rum. Und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Wie ihr seht, wir sind hier mitten im Wald und wir parken auch gar nicht weit weg, weil hier ist im Umkreis von keine Ahnung wie viel Kilometer nichts los. Und wenn man von der Straße aus hier reinkommt, sieht man gleich das allererste. Da steht einfach mal ein 3er BMW und das war eins meiner ersten Autos. Ich glaube, das dritte Auto in meinem Leben, was ich gehabt habe, war so einer. Und ich fand die Dinger damals so geil. Ich habe von denen dann danach noch mal 2 Stück gehabt. Fragt mich jetzt nicht, es gibt so viele BMW-Kenner, die wissen jetzt genau die E-Bezeichnung von dem BMW, aber das habe ich noch nie gewusst. Auf jeden Fall ist das ein 3er BMW, ein uralter. Wenn man sich jetzt diesen BMW hier anschaut, dann sieht man auch, dass hier ziemlich viele Dosen am Boden liegen. Und ihr seht auch hier oben drauf, also die Hütte hier ist vermüllt ohne Ende. Und auch im Auto drin, da liegt ein Koffer auf dem Fahrersitz. Hier drin liegt so viel Schund, dann so eine Plastikrutsche für die Kinder. Mein Gott, dieses Auto ist jetzt, ist jetzt nicht mehr die Welt wert, aber es ist trotzdem, das Auto hatte doch mal einen Wert. Warum lässt man das dann hier so vergammeln? Und das ist immer das, was ich nie nachvollziehen kann. Stell du mal dein Auto draußen auf der Straße. Ein Reh. Ich hoffe, ich krieg's drauf. Da hinten steht ein Reh. Es bewegt sich jetzt gerade nicht und ich traue mich auch nicht zu bewegen. Aber hier steht ein Reh. Mei. Ich will mich jetzt nicht bewegen und will das jetzt auch nicht verschrecken. Nicht, dass es hier irgendwo hinrennt und sich wehtut. Aber es wittert mich, glaube ich, weil es bewegt sich jetzt nicht mehr. Der steht jetzt echt da hinten. Oh, schaut mich jetzt sogar an. Hallo. Tu dir nichts. Naja, ich kann ja jetzt nicht warten, bis der weggeht oder sie. Oder ich sehe nämlich gerade durch meine Kamera durch, da ist nämlich eine weiße Box. Die habe ich schon gesehen, als wir gekommen sind. Und selbst hier in dieser weißen Box, selbst die ist komplett voll mit Müll. Hier, schaut mal rein, hier ist alles voll mit Müll. Da frage ich mich gerade, kommt hier keine Müllabfuhr? Kann man keinen Mülleimer vorne an die Straße stellen? Hier alles voll mit Flaschen. Und dann hat man sogar mit Klebeband und Folie das zugemacht. Da ist einmal einer rundherum mit so einer Zellophanfolie und hat das Ding zugemacht. Mittlerweile werden sie wahrscheinlich das eine oder andere Tier daran gemacht haben und hat wieder aufgerissen. Aber das ist definitiv, ist diese Kiste vollgepackt worden und dann hat die einer mit Folie komplett rundherum zugemacht. Hier liegen Dutzende gelbe Säcke. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das hier auch eine absolute Messi-Bude ist. Denn wenn wir hier vorne weitergehen, das war ja nicht das einzige Auto. Hier stehen ja noch andere Autos, beziehungsweise der ganze Hof ist eigentlich mit Auto voll. Hier steht nämlich auch ein... Ich bin mir jetzt echt absolut unschlüssig, ein Opel oder ein Ford. Auf jeden Fall ist es ein uraltes Auto. Ich glaube, das ist ein Ford. Nein, das ist ein Opel. Alter Falter. Aber was hier zu den Autos auch noch ist, hier ist Müll ohne Ende. Hier stehen 1000 Sachen rum. Stühle, Schränke, gelbe Säcke, Papier. Also, ich glaube, auf einer Müllhalde liegt nicht so viel Müll rum wie hier. Jetzt habe ich auch ein bisschen das Problem, dass mich das Sonnenlicht blendet. Schaut mal hier, was hier... Ach, ich komme gar nicht durch, was hier Müll liegt. Und da hinten steht ein Audi Avant. Schauen wir mal, ob man hier... Ach, geht sogar auf. Wow, Wahnsinn. Also, er geht auf. Und selbst hier ist alles voller Müll. Ja, sage mal. Hier, das komplette Auto ist mit Müll vollgestopft. Da hinten sehe ich einen Computer stehen. Also
das Gehäuse von einem Computer. Hier in der Tüte liegen 1000 Briefe drin. Es ist ja mal unfassbar. Die Autokenner unter euch müssen mir jetzt aber sagen, in den Kommentaren reinschreiben, was das für ein Baujahr ist. Ich habe da nämlich keine Ahnung. Ich habe ja gar nicht erkannt, dass das ein Opel ist. Wenn vorne nicht Opel drauf gestanden wäre, ich hätte eher jetzt auf Ford getippt. Aber dass das wirklich ein Opel ist, selbst hier hinten, wenn man auf die Hutablage reinschaut, man sieht halt den kompletten Müll da drin. Also nicht nur, wie hier draußen der Müll ist, auch die Autos sind total vermüllt. Und überall, es steht hier überall Zeug rum. Das ist einfach unfassbar. Also ich bin total geflasht von den alten Autos. Was natürlich das Geile ist an diesem Auto, okay, da ist jetzt Müll drin, ohne Ende. Aber Leute, schaut mal das Auto an. Keine Scheibe kaputt, kein Vandalismus, keine Beule, kein gar nichts. Und das Auto steht hier schon etliche Jahre. Ich kann das nicht ganz genau ausmachen, wie lange. Schauen wir mal, hier ist eine Tageszeitung, glaube ich, oder so eine Werbezeitung, wenn ich hinkomme. Und die muss ich euch natürlich verpixeln. Und da haben wir 2020. What the fuck? 2020. Okay. Also ich hätte es mit einer älteren Zeitung gerechnet, aber nicht mit einer von 2020. Das heißt, diese Zeitung hat da drin einer vor knapp 3 Jahren reingelegt. Alter Falter. Okay, das macht mich jetzt fast ein bisschen sprachlos. Ihr merkt das gern zu dem Audi da hinten noch. Aber da muss man hier echt aufpassen, wenn man hier entlang geht. Hier sehe ich auch gerade liegt ein Bild. Oh, wow. Wahnsinn. Alleine diese Zeitungen, die hier liegen. Hier, die sind extra abgepackt worden, abgebündelt und dann hier hingeschmissen. Hier sieht man auch, es liegt Brennholz. Und hier, schaut mal, alles voll mit Zeitungen. Was haben wir hier für ein Datum drauf? Mein Gott, die liegen natürlich hier schon etwas länger. Die Zeitung aktuell ist jetzt von 2008. Muss ich euch leider verpixeln, weil sonst wird es gleich rausfinden, wo die Location ist, beziehungsweise in welchem Landkreis wir uns befinden. Und das will ich natürlich nicht. Und schaut auch mal hier, das Auto. An dem Auto ist auch noch kein Vandalismus, gar nichts. Hier, wenn man sich die Spinnweben hier anschaut auf dem Scheibenwischer. Und wenn man aber auch reinschaut, geht auch die Tür auf. Boah, brutal. Hier ist eingepacktes Geschirr drin, also quasi umzugsfertig, werde ich jetzt meinen, so umzugsfertig gemacht. Da hinten liegen sogar Möbel drin. Und auch wieder eine Kiste, wo Geschirr eingepackt ist. Wenn ich hier irgendwie durchkomme. Naja, es ist natürlich klar. Hier sind die Scheiben, die Scheinwerfer eingeschlagen, weil gleich hier aktuell die Straße ist. Und von hier aus sieht man das. Also ihr seht es ja, da vorne ist ein Weg. Aber dafür hat das Auto so gut wie keinen Schaden, bis auf den Scheinwerfer und der Grill. Hier steht noch so viel Zeug. Das ist der Oberwahnsinn. Hier, wenn man sich die ganzen Sachen anschaut, was da stehen. Landwirtschaftliche Anhänger. Hier ist auch so ein Landwirtschaftsanhänger. Vollgepackt mit Autoreifen. Und obendrauf Zeitungen, Karton. Ah, da oben liegt sogar ein Vorwerk. Hier sind irgendwelche Türen ausgebaut worden von einem Haus und hier abgestellt worden. Und dann schauen wir mal, was hier noch kommt. Muss hier aufpassen. Entlang geht. Hier der komplette Anhänger ist unten voll mit Autoreifen und oben mit Fenster, mit Fensterflügel, teilweise sogar mit Fensterrahmen, also frisch irgendwo aus dem Haus ausgebaut. Irgendwie habe ich gerade ein ganz ungutes Gefühl hier durchgehen. Weil der Boden unter mir nämlich jetzt auch nicht der stabilste ist. Schaut mal, hier stehen Traktorreifen. Die ganze Reihe voll ist mit Traktorreifen. Ja, bist du deppert. Und obendrauf liegt ein bisschen Müll. Das glaubt man ja gar nicht. Man kann halt hier nirgendwo draufsteigen, weil
da will ich jetzt nicht draufsteigen. Aber ihr seht, die komplette Reihe ist voll mit Traktorreifen. Gut, hier stehen Sachen, die, naja, in einem Stall von einem Bauernhof, was halt üblich ist, was man so in seinen Stall reinstellt, alte Türen, alte Fenster, Holzbalken, aber dass man einfach mal so gefühlt 20 Traktorreifen hier in eine Reihe stellt, Wahnsinn. So, gehen wir mal hier wieder zurück und das war ja erst der erste Hof, falls ich hier mit heilen Knochen wieder rauskomme. So, ich habe es geschafft, dass ich mit heilen Knochen hier wieder rauskomme. Es ist nämlich der Oberwahnsinn, was hier Müll liegt. Da ist auf jeden Fall ein Haus, was ich von hier aus sehe, was schon eingestürzt ist. Da hinten ist aber auch noch ein Haus. Und hier hinter dieser Hecke oder hinter diesen Sträuchern soll auch noch ein Haus stehen. Und hier liegt halt einfach mal Müll ohne Ende. Der absolute Wahnsinn, was hier Müll liegt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich war ja schon in einige Messibuden drin, aber das hier ist ja der Wahnsinn. Weil ich kenne es eigentlich nur, dass im Haus dieser Dreck ist, aber dass ich vor meiner Hütte den ganzen Dreck sammle, es ist der Wahnsinn. Ja, okay. Dieses Haus hier, da sieht man da durch, das ist schon eingestürzt. Das ist schon etwas länger lost, weil dahinter ist gar nichts mehr, da ist das Dach erst eingestürzt. Genauso wie hier. Wenn mich die Neugierde jetzt nicht so ziehen würde, ist halt mega gefährlich hier rum zum Laufen, weil hier liegt so viel Schrott am Boden. Aber hier, das kann nicht der Haupteingang gewesen sein, obwohl da mal ein großes Tor war, aber hier stehen ja schon riesengroße Bäume. Aber ihr seht auch hier, was hier Müll hier draußen liegt. Das ist der Wahnsinn. Gehen wir hier mal wieder vorsichtig zurück. Ah, da stehen nur Öltanks, da will ich jetzt aber auch nicht rein, weil dem Gemäuer da, den traue ich jetzt gar nicht mehr. Dass wir in einen von den beiden Häusern da hinten noch reinkommen, zum Schauen, was wir da noch sehen. Das Reh ist mittlerweile auch weg und dahinter ist ja noch ein Wohnhaus und da gehen wir jetzt mal hinter. Hier ist auch noch ein Wohnhaus. Hier ist eine Scheune, da hinten sind sogar Silos. Also das war definitiv mal ein Bauernhof. Und was der Oberwahnsinn ist, da oben sind sogar noch Solarpaneelen oben. Also kann es ja gar nicht so lange sein, dass dieser Hof verlassen ist, wenn da sogar Solarpaneelen oben sind. Gut, können auch schon wieder 10 Jahre oben sein. Aber trotzdem, ich höre hier irgendwo auch einen Daniel. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal da hinten in den Stall. Einfach mal durch die Wiese hier durch. Ein kleiner Ameisenhaufen. Muss man einmal aufpassen, nicht, dass man in einen Ameisenhaufen steigt. Oh, Wahnsinn. Man glaubt es nicht. Man glaubt es nicht, wenn man es nicht selbst gesehen hat, was hier Müll liegt. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Eimer, Flaschen, ein Elektrogrill. Übrigens wollte ich vorhin sagen, park du mal dein Auto draußen auf der Straße und schreib Kennzeichen ab. Wie schnell, dass jemand kommt und sagt, hey, das Auto muss da weg, weil es umweltverschmutzend ist, weil es Abfall ist. Und hier stehen einfach mal 3 Autos mitten im Wald. Und nicht nur Autos. Hier ist einfach mal alles voller Müll. Und Wahnsinn. Da gehen wir jetzt mal rein. Das ist der Oberwahnsinn. So was kann man sich nicht vorstellen. Hier liegt, steht Zeug. Von allem etwas. Es ist Wahnsinn. Es ist einfach der Wahnsinn. Wie kann man so hausen? Wie kann man so leben? Was passiert in einem Menschen? Dieser Stuhl hier, der ist doch mit Sicherheit aus den 70ern. Das gibt es ja gar nicht. Ich wollte gerade sagen, Leute, da steht ein Porsche. Nein, da stehen 2.
Da stehen tatsächlich zwei Porsche und dahinter steht noch ein Auto. Ja, Wahnsinn. Hier stehen... Oh, einer hatte keinen Unfallschaden. Hier steht einfach mal ein Porsche. Und da steht auch ein Porsche, der allerdings zerlegt worden ist. Ja gut, der hat einen Unfallschaden. Boah, jetzt muss ich irgendwie schauen, dass ich hier rüberkomme. Der Wahnsinn. Das ist ja mal abgefahren. Zwischen dem ganzen Müll, was hier herrscht, stehen halt einfach mal ein Porsche 924 und nochmal ein Porsche. Achso, das sind zwei gleiche. Ja, genau. Wahnsinn, oder? Und schaut mal den Dreck. Also, die stehen hier schon eine Zeit lang. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Gut, das sind alte Porsche 924. Meine Frau wird jetzt wissen, was das für ein Baujahr ist. Ich weiß es leider nicht, weil ich habe mit Autos jetzt nicht so die Erfahrung. Aber trotzdem, der ist doch noch einiges an Geld wert. Das ist ja der Wahnsinn. Was kostet jetzt ein Porsche, wenn man sich einen neuen Porsche kauft? Hier stehen einfach mal zwei davon. Also zweimal so viel Geld. Gut, so wie der jetzt ausschaut, wird er wahrscheinlich nicht mehr so viel wert sein. Er hat hier vorne auch einen Frontschaden. Aber nichtsdestotrotz, es ist halt einfach mal ein Porsche. Oh, der ist mal kräftig gegen die Wand gefahren. Oder gegen einen Pfeiler, irgendwas. Der Motor ist auf jeden Fall auch noch drin. Wahnsinn. Den Dreck, den man hier auf der Motorhaube sieht, da sieht man aber auch, dass hier Katzen, Marder, was auch immer, die laufen hier auf und ab. Genauso wie hier, was hier Katzenspuren auf den Autos sind, das ist der Wahnsinn. Boah, dann habe ich schon gesagt, wir haben gefühlte 48 Grad. Ich transpiriere, ich schwitze. Das ist der Wahnsinn. Jetzt bin ich total von den BMWs abgelenkt worden mit dem ganzen Müll, der hier rumsteht. Aber hey, scheiß auf den Müll, wenn hier solche Autos stehen. Gut, hier ist ein VW Derby. Da brauchst du wahrscheinlich 10 von den Autos, dass du dir einen so einen kaufen kannst. Wenn es überhaupt reicht. Dass hier noch ein Porsche steht. Dass hier zwei Porsche stehen, ist der Wahnsinn. Schreibst du mal in die Kommentare rein, was ein Porsche 924 wert ist. Die da hinten werden es wahrscheinlich nicht mehr so viel wert sein. Aber mich würde mal interessieren, schreibt es mal unten rein. Was kostet in der heutigen Zeit ein Porsche 924? Und ich muss jetzt erstmal wieder gucken, dass ich hier wieder heil rauskomme. Ich bin natürlich einen anderen Weg rein als raus. Deswegen gucken wir mal, wie man hier wieder rauskommt. Ah, hier ist ein Vorhang, okay. Aber hier nochmal einen kurzen Blick über das Ganze, was hier eigentlich rumliegt. Hier liegen Walnüsse. Da steht eine Couch. Es ist der Oberwahnsinn. Es ist echt der Wahnsinn, was hier Müll liegt. Und ich höre gerade 1000 Stechmücken fliegen hier rum. Ich sehe allerdings keine, aber ich höre sie. Kennst du das? Stechmücken sieht man nicht, aber man hört sie. Vor allem nachts, wenn es dunkel ist. Die Fliegen legen sich schlafen und die Stechmücken kommen raus. So, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Verdammt. Es ist alles so zugemüllt hier, dass man... Ich muss leider wieder den Weg raus, wo ich reingegangen bin. Sonst komme ich ja nicht mehr raus. Ich habe da gerade ein Schild entdeckt. Da steht der Name von dem Eigentümer drauf, wahrscheinlich, und was er war. Ich zeige es euch, ich muss den Namen natürlich wegpixeln aus Datenschutzgründen, aber ich zeige es euch trotzdem mal kurz. Was ich mega spannend finde, der Titel ist einmal Doktor und dann Naturwissenschaftler. Okay, ein Naturwissenschaftler lässt einfach mal zwei Porsche in seiner Garage vergammeln. So, ich höre da hinten einen Daniel kommen, dann gehen wir hier raus. Ich habe hier eine Tür gefunden. Dann gehen wir nämlich hier raus und schauen, wo das andere Häuschen ist. Vorsichtig. Oh. Aha. War keine so gute Idee, weil hier ist einfach mal alles voll mit Metern hohen Brennnesseln. Rundrum um das ganze Haus. Naja, muss ich leider doch wieder durch das Ganze durch, wo ich vorhin durchgestopft bin. Naja, hilft ja nichts. Der
hat es noch gar nicht gesehen, was da für Autos stehen. Kümmert sich wieder um seine Prospekte. So, raus aus der Garage. Und hier draußen geht ein kleines Lüftchen. Da drin war es nämlich jetzt gefühlt schweineheiß, also wie eine Sauna. Und wie gesagt, der Daniel ist ja jetzt da drin. Jetzt gehen wir ins Wohnhaus. Ich habe allerdings noch keinen Plan, wie man ins Wohnhaus reinkommt. Aber ich denke mal hier über diese Wege. Eher durch die Hecke. Oh ja, da. Da ist ja schon der Eingang. Und das gleiche Bild ist ja hier auch nochmal. Was hier Müll ist ohne Ende. Und wenn man der Tageszeitung da vorne jetzt Glauben schenken darf, die ja von 2020 ist, heißt es ja, dass vor 3 Jahren noch jemand da war. Ich wage es mal. Ah, brutal. Oh. Ich weiß ja gar nicht, ob ich hier rein will. Leck mich am Arsch. Alles voll mit Zeitungen. Das ist ja der brutale Wahnsinn. Hier ist sogar ein Kühlschrank. Gott sei Dank ist er auf. Obwohl da Zeug drin war und drin gelassen worden ist, nachdem er ausgeschaltet worden ist. Aber hier, das ist ja der brutale Wahnsinn. Jetzt gehen wir einfach mal hier. Ah, ein Vorwerk. Ich sage, in jedem Lost Place gibt es eine Nähmaschine und irgendwo steht ein Vorwerk rum. Oh. Das sieht jetzt nach Küche aus, weil hier auf jeden Fall so ein, ja, das ist nicht von einer kleinen Küche, sondern von einer Großküche hätte ich es gemeint. Und hier gehen wir jetzt nicht weiter rein, weil hier bricht nämlich alles ein. Ich glaube, dass ich vorhin auf der anderen Seite gestanden bin und gesagt habe, hier gibt es kein Haus mehr. Hä, doch, ich stehe jetzt in dem Haus drin. Und wie man sieht, naja. Da muss ich jetzt nicht weitergehen. Ah, das ist hier. Müll, Müll, Müll. Und nochmal Müll. Und da regt sich meine Frau auf, dass ich meinen Schreibtisch nicht aufräume. Aber hier sind überall Wege. Das heißt, ihr seht es ja, hier gehen Wege entlang. Das heißt, derjenige, der hier gelebt hat, der hat so gelebt, wie es jetzt hier ausschaut. Na, hier kann man ja überall durchgehen. Hier kommt man in den nächsten Raum. Wow, hier wird sogar in den Keller gehen. Aber never. Boah. Boah. Und hier alles voll mit 1000 Zeitungen. Prospekte. Ein Paradies für einen Daniel. Hier sehe ich gerade einen Mediamarkt-Prospekt. Von 2004, also Leute, dieser Prospekt, oh geil, dieser Computer, 2004 waren schon Euro, ja, dieser Computer kostete mit 1 GB RAM, 160 GB Festplatte, eine Grafikkarte mit 256 MB und einem Intel 4 Prozessor mit 3,2 GHz, also in der heutigen Zeit nicht mehr benutzbar, kostete damals 1000 Euro. Aber wie gesagt, was mich extrem wundert, kein Viecherzeug. Kein Viecherzeug. Hier muss es doch eigentlich Wuhlen von Mäusen, Ratten. Hier sind ja nicht mal Spinnen. Hier hängen die Spinnenweben von der Decke runter, aber man hat so spinnenwebenmäßig, wenn man hier so durchgeht, es sind ja kaum Spinnenweben da. Also, oh, ich komme hier mit der Kamera nicht durch. Ja. Oh, und... Ich muss mal kurz mein Kreuz entspannen. Die Deckenhöhe ist jetzt nicht für mich gemacht. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Spinnenweben, genau. Spinnenweben sind ja relativ wenig, so gut wie gar keine. Irgendwie macht es mir den Eindruck, als ob hier noch regelmäßig einer durchgeht. Weil jetzt schaut euch mal diesen Müll hier an. Ihr kennt so viele meiner Videos. Also normalerweise muss es ja hier von Spinnenweben wimmeln. Aber hier ist halt einfach mal nichts. Nix Spinnweben. Also schon, ja, aber nicht in dem Ausmaß, wie man sich es eigentlich für so ein Gebäude vorstellt. Für das, dass es so lang verlassen ist, beziehungsweise auch so ausschaut, relativ wenig Spinnweben. Und diese Treppe, naja, sie geht.
weiß gar nicht, ob ich nur weitergehen soll, ohne dass mich hier auf die Nase liegt. Erstmal auf den Boden schauen. Irre. Irre. Absolut irre, was hier Zeug liegt. Und auch wieder hier, hier sind richtige Spuren, hier sind richtige Wege. Das heißt, hier hat einer gelebt und hat es hier so gehabt, wie es jetzt ist, und hat immer noch hier gelebt. An dem Kabel hier hat er Sachen aufgehangen. Das Kabel hat mittlerweile nachgegeben, weil die Dicke auch schon nachgegeben hat. Das ist gerade unfassbar. Hier muss man so aufpassen, wo man geht und steht. Weil man sieht auch nicht am Boden drunter. Und hier kommen wir wieder zu dem Bereich, wo unten die Küche war, glaube ich, wo das Dach eingestürzt ist. Sieht man ja da schön. Hier kommt auch das ganze Dach runter. Also ich denke mal, die Hütte hier stürzt auch bald ein. Das ist der Oberwahnsinn. Dachte mir, dass die Tür nicht aufgeht. Und hier ist... Hier, boah, hier muffelt's, aber brutal stinkt's hier. Und hier liegt auch Kleidung, Jacken, hängen hier, Bettzeug. Aber hier stinkt's drin brutal. Boah, also wenn irgendwo Tiere sind, dann da. Ich weiß nicht, ob ich da noch hochgehen soll. Wobei mich die Neugierde natürlich juckt. Aber hier, glaube ich, ist auch nicht mehr viel. Nee, hier ist das Dach eingestürzt. Boah, und jetzt sitzt ihr gerade, wo ich bin. Unterm Dach. Alter Falter, mir läuft die Suppe runter. Oh, ich mag mir mit den dreckigen Fingern nicht ins Gesicht fassen. So, gut, gehen wir wieder runter. Ich gehe jetzt ohne euch runter und wenn ich unten bin, melde ich mich nochmal. Okay, bis gleich. Juhu, ich bin wieder draußen. Ich hab's geschafft. Ich lebe noch. Hier draußen hat es zwar bloß 33 Grad, aber da drin, glaube ich, hat es mal doppelt so viel. Boah. Einmal kurz durchschnaufen. Der Wahnsinn. Puh. So, meine Lieben, wie ihr seht, wir sind am Ende vom Video. Daniel wiedergefunden. Und es war eine mega Hammer-Location. Hier am Anfang mit dem BMW, das ja mal meiner war. Also nicht meiner war, nee, Schmarrn. Also das war mal deiner. Das ist war nicht meiner, aber ich hatte mal so einen. Lange ist es her. Da war aber auch schon nicht mehr neu. Und schaut auf alle Fälle beim Daniel auch rein. Der hat ein paar Sachen wieder entdeckt, die ich nicht gesehen habe. Wir brauchen uns gar nicht absprechen. Wir zwei gehen in ein und die gleiche Location rein und filmen grundsätzlich was anderes. Also wie gesagt, es lohnt sich beim Daniel auf alle Fälle. Schaut auch bei ihm rein. Link von ihm unten in der Videobeschreibung und ja auch am Anfang des Videos aufgeploppt. Und ihr wisst die Bescheid. Ja. Genau, in diesem Sinne könntest du mir, Schmarrn, in diesem Sinne, wie in allen meinen Videos, könntest du mir auch hier zeigen, wenn euch dieses Video gefallen hat, indem dass man einen Daumen nach oben gibt, Kanal abonnieren. Wenn du weiterhin von uns Videos anschauen wollt, und dann würde ich sagen, Daniel sagt ciao. Ciao. Und ich sage ebenfalls ciao, euer Dirk.